Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir versuchen, diese Nervbolzen Sticky nach Big Town zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wo Big Town ist. Er hat irgendwas von Osten gesagt. Also werden wir uns jetzt so ein bisschen östlich halten. Ah. Ach, das ist nur so ein Hund. Südosten, Osten. Nochmal auf die Karte hier gucken. Vault 106. Gut, haben wir noch eine Vault. Cool. Da ist Big Town. Ah. Das ist ja wieder eine ganze Weltreise. Okay, also Planänderung. Wir bringen ihn nach Big Town. Also machen wir hier mal so einen Marker hin. Dann gehen wir zu Vault 106. Und dann wieder nach Little Lamplight. Also es ist krass, ne, was wir hier zu tun haben. Um dann in den Vault 87 zu gehen und dann mal zu gucken, dass wir da ein bisschen weiterkommen mit unserer Quest. Aber jetzt haben wir ja hier erstmal genug zu tun. Oh, du willst jetzt keine Granate werfen, mein Freund. Oh, warte mal. Kann ich die jetzt zum Explodieren bringen? Ach, wie cool. Das ist ja der Hammer. Was ist denn? Das war ja cool. Help me! We'll get him! Ja, der hat aber leider keine Granate in der Hand. So, man merke, wir haben jetzt hier auch hauptsächlich wieder Brutes, ne? Uiuiuiuiui. Vielleicht sollten wir dann mal was im Schießen machen, dass wir vielleicht mit der Nailgun ein bisschen besser schießen können. Oder ein Reparieren, dass wir sie vielleicht reparieren können. Ich weiß gar nicht. Kann man dann auch besser reparieren eigentlich, wenn man Repair-Skills hat? Hm. Da hinten müssen wir hin. Auch oh, schnell weg von den Autos. Achso, das ist ein Skorpion. Okay, dann ist das mit den Autos nicht so schlimm. Ist auch nur ein einfacher Radskorpion. Oh, auf die Klaue macht er richtig Schaden. Ja, ja, sie haut mit ihrem Hammer drauf. Soweit, so gut. Ich bezweifle immer noch, dass wir hier wirklich gut entlohnt werden am Ende. Der wird sagen, oh, ich hab, die hat ja doch kein Geld. Das war schade jetzt. Oh, vor allem, wenn wir dann in der Stadt sind, gibt es ja wahrscheinlich auch wieder. Fliegeriech. That's it. Diesmal gibt es keine XP. Bei dem Blutfliegen gibt es das nur manchmal. Na. Rüber. Enemy Contact. Wo? Da. Naja, er macht das schon. Wozu habe ich euch denn dabei? Reicht das? Nein, reicht noch nicht. Ah, wenn man sich immer so dem Level-Up entgegensehnt. Und eigentlich dann auch nur, um zu gucken, was man dann wieder für lustige Sachen freischaltet. Ein Brahmin. Oh. Achso, jetzt habe ich Milch. Cool. Wir liefern ihn jetzt ziemlich direkt aus. Kein Problem. Wir gehen hier dann eh nochmal zurück. Ja, die sieht man gar nicht, wenn die dann im Busch rumlaufen. Nicht mehr XP. Wie frech.
I'm out of here. We've got company. We got one. Da ist einer. So, was haben wir festgestellt? Kralle, Klaue. Oh Gott, schießt ja schlecht. Das funktioniert hier richtig gut hier mit dem Schießen. Dann sind die aber ziemlich weit weg, die Kleinen und die Großen. Ich hätte gedacht, die wären dichter dran. Und dann frage ich mich, ob dann die Kinder, die in Big Town geboren werden, dann nach Lamplight City gebracht werden. Wahrscheinlich schon. Ach, schön, der Mond. Ich muss sagen, die Grafik geht eigentlich voll in Ordnung. Dafür, dass ich jetzt hier meine keine Grafikmods installiert habe. Kann man sich da echt nicht beschweren. Ist immer so, ich vermisse sie halt auch nicht. Oh ja, da muss ich einmal drauf schießen, dass wir jetzt die vielleicht noch die XP kriegen. Die XP kriegen wir. Und da ist das Level up. Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter mit Guns, würde ich sagen. Guns. Ah, machen wir Guns. Müssen mehr Schaden machen. Aber ich schieße zurzeit auch recht viel mit meinen Energy Weapons rum. Das macht es jetzt nicht leichter, ne? Aber den auf 75 wäre eigentlich nochmal eine ganz gute Geschichte. Ja, klar. Okay, wir haben die Eisenfaust. 10. Ja, das brauchen wir gar nicht. Special-Attribute wäre eine Idee. Das ist gut, dass meine Körperteile nur 50% des Schadens kriegen, das sie normalerweise bekommen würden durch unser Adamantium-Skelett. Ja, das nehmen wir. Das gefällt mir. Dann sollten wir jetzt deutlich weniger Probleme mit Verkrüppelungsschaden haben. Sehr cool. Sprach er und ging nach dem Leveln weiterhin mit dieser Waffe durch die Gegend. Mr. Gutsy. Das war wieder episch geschossen. Wir müssten jetzt eigentlich mal wieder so eine andere Waffe jetzt wählen. Ne? So eine, die jetzt hier auch so richtig gut funktioniert. Die braucht halt 75, deswegen wollte ich da ganz gerne hin. Und die braucht auch 75. Viele brauchen 75. In der Zeit, eine Assault Rifle zu benutzen, ja. Aua. Das kann doch nicht wahr sein, ja. Könnten die anderen da mal bitte mithelfen, ja? Ich kann das doch alleine nicht. Das haben wir doch schon festgestellt. Jetzt macht sie ihn fertig. Ja. Also, das ist doch nicht wahr hier. Mich dünkt, das Assault Rifle war jetzt hier nicht so richtig. Und ich bin ganz schön im Eimer. Könnte man ja auch wieder so ein Red Away zu uns nehmen. So. This is hopeless. Was ist hopeless? Hier ist nichts hopeless. Engaging targets. Where? Das ist nur eine Karawane. Oh, eine Karawane. Alles klar. Engaging. Mal anhören.
zur Karawane. Können wir ein bisschen Zeug verkaufen. Here to acquire a new mantle of metal or mesh? If you have the caps, I have the merchandise. Juhu. Erzähl mir mehr über deine Handelskarawane. My caravan sells clothing and armor to decorate and protect the body while it endures the ravages of the physical world. My travels take me from Canterbury Commons to where there is true need of this protection. After all, this is what they'll pay the most for. Sachen reparieren. Maybe. Let's take a look. Okay, cool. Das müssen wir nicht reparieren. Das müssen wir. Die Eilglas, das ging kaputt. Was würde mich denn die Railgun kosten? Minigun kann ich mir gar nicht leisten. Das Railway Rifle. Das gönnen wir uns mal. Das brauchen wir eigentlich nicht. Lever Action Rifle. Keine Ahnung. Laserpistole. Bin mir gerade gar nicht sicher, was wir da alles noch so haben. Plasmageschichten wären eigentlich noch ganz gut. Den Defender nehmen wir mal. Dann müssen wir sagen. If the clothes make the man, then here are the means to remake yourself. Wir haben noch eine Talon Combat Armor, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und wir haben einen lustigen Partyhut, den wir verkaufen können. Aid will ich eigentlich nicht verkaufen. Verschiedenes. Das möchten wir verkaufen. Das wollen wir verkaufen. Nein. So. Irgendwas. Eine Waffe vielleicht. Ja, die chinesischen Geschichten, die waren doch gar nicht mal so gut. Die habe ich, glaube ich, schon aussortiert. Minen benutze ich gar nicht. Die würde ich einfach mal kompletto verkaufen. Granaten würde ich einfach mal so, dass wir auf vielleicht 3 jeweils kommen. So oft benutzen wir die auch nicht. Ja, das ist doch ganz gut. Achso, was hat der eigentlich Schönes? Simpacks haben wir jetzt mittlerweile richtig viele. Ich glaube, da sind wir mittlerweile ganz gut ausgestattet, was das angeht. Kryolator. Keine Ahnung, ob sich das lohnt, was das ist. Wird mir hieraus nicht deutlich. Ja, ich denke mal, das passt. A pleasure doing business with you. Walk well, friend. Ach, wobei, warte mal, dann können wir doch noch. Dann noch das andere Plasma, die andere Plasma-Geschichte machen. Ja, beide, das ist doch schön. Oh, jetzt war das aber, glaube ich, sehr teuer. Jetzt haben wir nur noch 84 Caps, sehe ich das richtig? Naja, wie auch immer. Das war bestimmt super. Genau. Aber von denen finden wir halt nicht so viele Waffen und die waren ganz lustig. Aber ich glaube, was mir jetzt so ein bisschen einfällt, die Plasma-Geschichten sind Energiesachen. Sagen wir nichts so. Aber der hier braucht 0, von daher ist alles cool. Oh, das war kein guter Punkt zum Speichern. Jetzt hätte ich dich fast über den Haufen geschossen, das wäre schlecht gewesen. Ich stehe schlecht. Die helfen ja auch gerade nicht. Wo kommst du denn noch her? Alter. Jetzt übertreiben die aber. Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass das jetzt hier so heftig wird.
Halt. Auszeit. Oh Mann, ey. Stimpak. 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 Krass, wie viele wir davon mittlerweile haben. So, jetzt versuchen wir die mal hier so ein bisschen zu umlaufen. Genau, ich möchte jetzt unbedingt auf meine Verbündeten schießen. Ganz bestimmt. Klar, ich bin ja gerade gesprintet, das war das Problem. Sticky ist bewusstlos. Ich habe nur keine Ahnung, wo der gerade liegt. Der muss jetzt durchhalten. Das wäre doch schade, wenn er jetzt hier bei dem Angriff stirbt. Sticky ist bewusstlos. Okay. Können wir den wieder aufwecken? Vielleicht nach dem Kampf? Aua. Alter. Was haben die denn für Waffen hier? Also die Raider hier, die waren sonst zuletzt immer ganz entspannt. Aber jetzt hier. Aua. Aber bewusstlos heißt ja noch nicht tot. Ne? Das ist ja das, was mich hier noch positiv stimmt. Und ich möchte nochmal sagen, dass hier unser guter Freund jetzt auch schon lange nicht mehr aufgetaucht ist. Ah, danke schön. Muss ich nur Bescheid sagen. Dann kommt er schon. Eine Submachine Gun, die nehmen wir mal mit. Die klingt sympathisch. Dann müssen wir doch gleich mal gucken hier. Submachine Gun. One Millimeter Submachine Gun. Schauen wir mal, was die kann. So, wo ist Sticky? Liegt er da noch rum? Achso, speichern wir nochmal ganz gut, weil es wäre schade, wenn wir den jetzt nicht da abliefern können. Ich meine, gut, wenn das so ist, dann ist das so. Dann müssen wir nur Bescheid sagen, dass er gestorben ist. Okay, er lag hier irgendwo von... Ah, da läuft er ja schon wieder. Okay, also ist er dann nur für den Kampf bewusstlos. Hätte ja auch sein können... Also, ich weiß nicht, ob die hier sterben können. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach so, von dem Ding. Dann bin ich ja nicht der Einzige, der dagegen läuft. Da bin ich ja schon mal beeindruckt. Beruhigt. Beeindruckt eher weniger. Dann gucken wir jetzt nochmal hier, ob wir da noch was einsammeln können. Und dann geht's weiter. Ich bin mal gespannt, was die Waffe hier kann. Sie ist halt auch wieder ziemlich kaputt. Okay, hier geht's weniger weiter. Also der Angriff, der Raider-Angriff war jetzt doch recht heftig. Da hatte ich echt nicht mit gerechnet. Wie gesagt, bisher waren die ja immer recht entspannt, die Raider-Angriffe. Also was heißt recht entspannt? Na, das vielleicht nicht. Aber klar, ne? Wir leveln hoch. Und dementsprechend wird es ja alles auch ein bisschen schwerer. Da ist noch einer, der sich verirrt hat. Okay, ja, die ist ganz okay, die Waffe. Da können wir erstmal mitarbeiten, würde ich sagen. Aber die letzten Schritte hier durch diese Siedlung machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.